Ja, einen wunderschönen 6. Dezember, meine lieben Freunde. Einen wunderschönen Nikolaus wünsche ich euch. Oder eine wunderschöne Nikoläusin. Was? Egal. Da sind wir wieder. Der Adventskalender von Revell, der gute. Der Porsche 356 der Coupé. So. Weiter geht's im Text. Heute ist der entscheidende Tag. Wahrscheinlich, vielleicht, eventuell. Mal gucken. Wie wir jetzt weiter agieren mit diesem. Wie wir jetzt weiter agieren mit diesem Kalender. So. Das ist der Bogen, wo wir schon eigentlich Teile für verwenden könnten. Hier hätten wir auch schon Farben. Da könnten wir jetzt schon natürlich was anmalen, also laut Anleitung anmalen. Schauen wir mal, weil, also, wir können sowieso nicht, die Anleitung ist ja sowieso nicht so gestaltet, dass es 24 Schritte so sind, ne? Deswegen, im Grunde, müssten wir die Anleitung, so kurz gegen die Kamera pusten, so, im Grunde können wir, oder müssen wir sogar diesen Bausatz so, behandeln wie einen richtigen Modellbausatz. Es geht halt nicht anders. Also, wenn du halt die ganzen, die Rahmen hier so bekommst, wie sie auch in der Packung sein würden, kannst du nicht anders, als diesen Rahmen so zu, diesen Bausatz so zu verwenden, wie einen richtigen Modellbausatz von Revell. Deswegen, wir gucken jetzt einfach mal, was uns die 6. bietet, die wir hier schon haben. So. Und da ist wieder ein kleines Gitter. Okay. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass hier ein Gitter drin ist, tatsächlich. Aber gut. Ich dachte, hier wäre jetzt wieder eine Farbe oder so drin. So. Und hier haben wir Gitter. Ah, Gitter B, so wie das scheint. Hui. Aha, in der Kiste gelandet. So, das scheint Gitter B zu sein. Mit der Achse. Achse und Pedalerie. Und gar nichts. Und was das sein soll, weiß ich, glaube Aufschlagpuffer von der Federung oder so. Dann haben wir hier noch Vorderachse. Hier siehst du richtig, das ist schön die Gelenke. Ja. Kann man den. Hat der Lenkung? Nein, der hat keine Lenkung, oder? Das wäre natürlich. Boah, nice. Aber wir schauen mal. So, das wären diese Sachen jetzt. Hier steht es, glaube ich, auch. Da, wo? Warte, hier, da. B. Boggen. B. Okay. Das heißt. Um jetzt hier Folgendes zu tun. So, dann haben wir, ne? A und B. So, wir könnten jetzt, weil wir jetzt natürlich, jetzt auf jeden Fall schon mal, mehr haben, könnten wir schon mal diese Teile bemalen und das hier, oder eher gesagt, die gesamten Teile im Rahmen bemalen. Ja. Weil ich gehe, jetzt wo wir den Rahmen B haben, gehe ich doch von aus, dass wir vielleicht dann morgen Rahmen C haben werden in der 7. Ja. Das hieße, wir könnten morgen, wenn wir C haben, wenn es dann so ist, könnten wir dann den bemalen, trocknen lassen und dann im Grunde bis, lass mich überlegen, schauen. Bis. Hier, ne, C. Doch bis. Haha, sogar bis Schritt 4 zusammenbauen. Und, der kriegt tatsächlich die Lenkung, Alter. Und dann brauchen wir Rahmen G für Felge. Der könnte ja dann eventuell am sag schnell. Am Dienstag könnte der dann da mit drin sein. Man weiß es nicht. Und dann hast du hier sowieso erstmal ein bisschen Zusammenbau. Es also soll heißen, dieser Kalender hat sich im letzten Moment meiner Meinung nach gerade so gerettet. Indem er mir sagt, hey, hallo, stopp. Irgendwie kannst du jetzt was machen. Ja, und wir werden das auch machen. Wir werden jetzt mal alle... Da hat sich Windows gemeldet.
Ich werde jetzt alle Rahmenteile, die ich mit den Farben, die wir jetzt haben, werde ich bemalen. Weil wegen, sieht schöner aus und so. Und dann werden wir mal schauen, was das dann morgen so gibt. Also, ich kann euch jetzt zeigen, klar, wie ich das jetzt hier anmale. Ne? Also ich könnte jetzt hier die Farbe schütteln. Aufmachen und dann mit dem Pinsel da rein und dann hier anmalen. Ja, das könnte ich euch jetzt natürlich zeigen. Und dann müsste ich aber erstmal für umbauen, tatsächlich. glaube ich, weiß ich nicht, gucke ich mal. Ich denke, ich mache das jetzt. Wir werden das, glaube ich, vielleicht jetzt so mal regeln, dass wir auf der Seite des Tisches den Kalender haben. Und auf der Seite werde ich jetzt Zeitungspapier ausbreiten. Und damit wir da vor der Farbe sicher haben. Ja? Das werde ich jetzt mal machen. Hoppala. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen, wenn wir dann ans Anmalen gehen und schon mal für den morgigen Tag vorbereiten. Wir müssen dann zwar noch einen Teil, wenn es dann C ist, der dann kommt, also Bogen C, müssen wir zwar noch was anmalen, aber ihr wisst, dann wird das, also dann können wir aber schon einen Teil zusammensetzen. So, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich gebe dem Kalender jetzt nochmal eine Chance. Und weil jetzt haben wir was zu tun. Und das will ich jetzt auch ausnutzen. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier umgebaut habe. Bis gleich. Tschüss. So, und da haben wir es. Da sind wir eben nebenan. Da sind die Teile, da sind die Farben, da ist Terpentin. Zum Säubern der Pinsel, da sind die Pinsel. So, ich habe hier natürlich, das ist der Pinsel, den wir bekommen haben, hier den kleinen feinen Pinsel. Ich habe aber auch mal zwei etwas dickere Pinsel genommen, einfach weil wir hier Teile haben, die flächentechnisch groß sind. Da muss ich jetzt nicht mit dem kleinen Pinsel da die ganze Zeit, ne, und so. So, jetzt hole ich mir mal kurz die Anleitung dabei. Um zu gucken, was wir wo haben wollen von Farben, ja. So. Also, das ist jetzt nun wie folgt. Im Grunde, so, ist jetzt die Frage, ob ich die Teile jetzt nur anmale, die wir brauchen, jetzt demnächst, oder ob ich gleich alles anmale. Ich glaube mal, das können wir sogar gar nicht, gerade auf, weil wir Farbe D noch gar nicht haben. Ja, das können wir also noch gar nicht. Das heißt, wir lassen das einfach mal. Und ich male dann jetzt tatsächlich nur das an, wie es hier in der Anleitung steht. Ja? Demnach werde ich das jetzt bemalen, was wir halt können. Das ist jetzt tatsächlich noch nicht ganz so viel. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ja, dort nochmal. Das heißt, wir malen aus diesem Bogen malen wir das und das, also hier Motor und Getriebe Gedönse, malen wir schon mal in dem Silber da an. Den Rahmen hier unten, nicht den Rahmen, die Achse, die malen wir auch in Schwarz, ja. Auch ist gut, die malen wir in Schwarz an. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gucke ich mal schon ein bisschen vorweg, ob was nicht auch noch Farbe bekommt und mal das dann dementsprechend auch noch an. Ich schaue einfach mal. Tatsache ist, Motor und Getriebe kriegen jetzt schon mal hier die silberne Farbe. Da schütteln wir mal ein bisschen. So, genug geschüttelt. Tada! Oh Gott, oder vielleicht auch nicht, ne? Wobei doch, die sind so. So, jetzt greife ich mir mal schnell den Pinsel und nehme hier mal schon mal das, was hier so ekelhaft überlaufen will, weg. Eieiei, ist aber echt zähflüssig. Ist mir gar, kenne ich gar nicht so. Es ist doof, lass das. Jetzt läuft er natürlich da. Naja, gut. Schwarz ist besser. So, jetzt machen wir das einfach mal an. Ist das zähflüssig? Ich glaube, ich muss da mal so noch durchrühren, glaube ich. Oder es muss so zähflüssig sein, das wäre mir aber neu. Ich hätte schon oft die einen
91er. Und die war nicht so zähflüssig, meine ich. Kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Das ist natürlich jetzt wieder, ne? Ich sag ja, es kann immer gut sein, dass ich mich irre. Also die erste Wahrscheinlichkeit ist, dass Marus sich einfach irrt. Ja, ihr seht das gerade. Ich gucke gerade die ganze Zeit gespannt hier und konzentriert auf den Bogen. Der fokussiert auch die Zeitung an. Das ist natürlich auch super. Das soll er eigentlich nicht. Er soll natürlich hier drauf fokussieren, was wir hier so tun. Interessiert ihn aber doch jetzt. Sieht schon sehr motorisch aus. Mit dieser Farbe. Ne? So nach Gusseisen kann man schon mal machen. Also müssen wir hier die Farbe rausklauen. So. Zack. Das sieht ja nachher eh kaum einer noch, weil da ja was draufgesteckt wird, aber man ist natürlich ordentlich machen. So. Dann natürlich auch alles hier schön. Ne, hier. Ne, alles schön säuberlich bemalen. Vielleicht gucke ich auch noch, dass ich eine andere Unterlage finde, bevor hier ständig die Zeitung anvisiert. Natürlich auch doof. Hier ist ein Loch, glaube ich. Das muss frei bleiben. Gucken wir gleich mal. Da habe ich ja auch ein Werkzeug für. Ist ja nicht das erste Modell, was ich mache, ne? Schon mehrere Titanics gemacht. da geht das dann. So. Da geht die Farbe aus. Da guck mal hier. Also das ist ein bisschen kacke. Wie gesagt, das Schwarz hat war nicht so. Aber er ist hier, R-Farbe ist ein bisschen doof. So vom Deckel her. Das ist, naja, das ist ein bisschen Sauerei. Und halt so extrem dickflüssig. Da muss ich aber, glaube ich, beim nächsten Mal muss ich da mal durchrühren vorher. Dass das ein bisschen besser wird. So. So rum. So, also seht ihr das, wie auch beim Verstreichen der Farbe an sich ist es ganz schön. Ganz schön dickflüssig. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht ist sie halt tatsächlich auch gar nicht richtig durchgemischt. Das werde ich, wie gesagt, beim nächsten Mal gehe ich da mal wirklich, mache die auf und gehe da mal mit meinem Stäbchen zum Verrühren durch. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Generell, ich hätte wahnsinnig gerne von Revell oder generell einfach, das Airbrush-Set. Ich finde halt Airbrushen um einiges geiler, weil ich auf so Modellen die Pinselstriche nicht so geil finde, weißt du? Bei manchen Sachen siehst du dann halt, dass es gepinselt wurde. Wenn du halt so ein Fahrzeug hast, die ganze Karosserie anmalen musst, das siehst du nachher, dass das gepinselt wurde, ne? Und das ist so, ne. Ein Dorn bei mir im Auge, finde ich. Haben wir überall Farbe drauf, ganz schön dick tatsächlich, weil wegen die Farbe ist dick. Ich weiß, ihr seht das halt alles nicht so gut gerade, weil ich muss halt auf den Bogen gucken und dann halte ich das wieder von euch weg. Das tut mir leid, aber es ist halt schwer so auf Kamera, das so jetzt. Ne? So. Da ist immer noch ein Loch, das müssen wir immer noch. Ne? Das ist jetzt aber. Habe ich denn gerade mal sowas? Nee, habe ich nicht. Dann muss ich gleich mal durchpieksen. Cool. Also Teil 1 haben wir mal bemalt. Jetzt kommt Teil 2. Aber das zeige ich euch, wenn es fertig ist. Und dann kommen wir zum Schwarz. Bis gleich. Tschüss. So, und da sind wir auch schon mit dem beiden bemalten Teilen. Ich finde tatsächlich, auf der Kamera wirkt das gar nicht so krass unterschiedlich. Da, um auf die Zeitung anzuvisieren. Ich brauche echt eine andere Unterlage. Muss immer Karton hin tun. So. Aber es ist tatsächlich ein krasser Unterschied von der Farbe her. Und er sieht jetzt sofort schon aus wie Gusseisern. Nur durch die Farbe. Ich finde die Farben geil. Doch, man sieht ihn. Ja, ein bisschen sieht man ihn. Ja, doch. So. Das ist das. Ja. Und jetzt kommen wir zum Schwarz. Mal kurz den Pinsel hier. Verzeihung, Pinsel hier etwas einlegen. Und etwas
Ja, da kommt die Farbe ab, sehr schön. Etwas einweichen lassen, den guten. So, ja, das ist gut. Steht sie gut aus, das wird. So. Hui. So, ja. Lassen wir den. Geht das überhaupt? Nein, liegt nicht. Geht nicht. Uah. Ich bin ein Trottel. Naja. So. Drin lassen. Drin liegen lassen geht nicht. Kommen wir wenigstens. Nein, kommen wir auch nicht, oder? Na komm. Dann halt so. Ich hätte mir vielleicht besser mal ein Zebra oder so zurechtgelegt für die silberne Farbe gerade. Ist jetzt doof. Dann suche ich mal schnell eine. Ha, Moment. Das ist suchen, ich weiß ja wo. So. Wollen wir eben on camera alles, ja? Ist ja fast live hier. So. Machen wir das mal. Das ist nämlich echt, das ärgert mich ein bisschen. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das normal ist. Wie gesagt, bisher war die 91 immer. Die war was zähflüssiger, ja. Aber nicht so. Saut dir halt alles ein, wenn du jetzt gleich zumachst. Ne? Das ist halt auch nicht schön. Mehr schlecht als recht. Aber wir probieren mal, vielleicht reicht's ja. Ja, okay. Das halt nicht hinten dran kommen. So. So, kommen wir jetzt zu schwarz. Ich hänge wieder Kacke auf dem Stuhl. So, kommen wir zu schwarz. Das heißt die Achse. Und im Grunde alles andere, was die Achse betrifft, was wir schon in dem Rahmen haben, wird schwarz. Gucken wir doch mal. Ich weiß, ich hätte jetzt auch alles andere schon bemalen können, was zu bemalen wäre, aber ich möchte das irgendwie dann machen, wenn es zu dem jeweiligen Schritt auch auf der Anleitung kommt. Das würde ich jetzt in einem richtigen Modellbausatz, würde ich das vielleicht auch anders machen. Da würde ich erstmal gucken, welche Farbe kommt wo dran und würde das dann anmalen. Hier weiß ich nicht, das geht ganz gut, glaube ich, wenn wir das so machen. Hier nehme ich auch mal den dickeren Pinsel. Gehe mal erst zu hier. Hier in das Töpfchen. So. Und dann komme ich mal wieder zu euch. In der Hoffnung, dass die Kamera fokussiert. Ja. Und dann hier schön die Achse bemalen. Ja. Ich glaube, es war Seidenmatt, ne? Schwarz-Seidenmatt ist ganz gut für so eine Achse, weil die sind eigentlich nie glänzend. Es ist alles immer mehr so ein matteres Material. Demnach passt das auch ganz gut. Ist auf der Kamera natürlich super zu sehen, als schwarz halt. Auf jeden Fall machen wir hier alles tief schwarz. So, und wer sich dann nachher fragt, ja, aber dann hier, da, wo doch die Angusspunkte sind und so, dann ist doch nachher weiß, oder halt, ne, hier diesem Grau hier, wenn du es abmachst, das ist richtig. Da werde ich dann nachher, wenn wir es dann rausgetrennt haben, werde ich das dann natürlich noch nachmalen. Aber so finde ich es immer ganz praktisch, weil dann hast du, musst du das nicht irgendwie verkrampft festhalten oder so, sondern kannst es ganz einfach hier bequem auf diesem Rahmen bemalen und kannst den Rahmen festhalten, musst du nicht extrem aufpassen, dass du gleich der Finger schmutzig hast, bemalt hast. Das geht immer so eigentlich ganz einfach. Das hier allerdings, weil das gehört ja hier zur Achse auch noch und das hier, könnten wir vielleicht sogar schon abknipsen, wenn es nicht so abgeht. Ich lege mal ganz kurz den Pinsel beiseite. Nicht auf die Stelle, so. Probieren wir es erstmal mit der schönen Knipszange. Das wäre mal was hier, so. Die Knipszange kommt hier allerdings kacke rein, oder? Ja, wobei geht. Ja, hier, Kamera, ne? Wobei es geht. So. Wenn wir da weggeknipst. Ja, wie sieht die Zeit wieder an? Ist schlimm. Okay, fürs nächste Mal besorge ich eine andere Unterlage. Ist okay. Habe ich verstanden. So, und dann kommen wir hier noch. Mal hier mit dem
Schrauben, den Überstand wegfeilen. Dachte ich schon, ich würde auf den Pinsel feilen. So, das ist hier auch noch zu hoch. Das feilen wir auch eben weg. Wenn man dann drauf bleibt, auf der Stelle, wo man feilen muss. So. Jetzt habe ich natürlich drauf getatscht, das ist sehr gut, weil jetzt habe ich auch die Farbe trotzdem an den Finger, aber naja, gut. Bleibt nicht aus, es sei denn, man zieht Handschuhe an. So. Juti! Und dann kann es im Grunde auch eigentlich sofort instant wieder Töpflein hier. Wieder Töpflein da rein. Der wird zu wenig. So. Und weiter geht's. Kurze Zwischenfall. Aber ohne Verletzte, ohne Tote, alles easy hinbekommen. Ja, und das malen wir jetzt alles an. Das werde ich jetzt auch anmalen. Das gehört ja auch noch zur Achse. Ich glaube, die müssen auch, aber das lasse ich erstmal noch. Also hier die Pedalerie, das muss glaube ich auch in schwarz, weiß ich jetzt aber noch nicht. Könnt ihr jetzt nachgucken, die müssen schwarz. Ich glaube, das sind wirklich hier Anschlagspuffer für die Federung, gucke ich noch mal. Tatsache ist, ich mache jetzt die Achse und das hier, die Achse hier und die hier schwarz. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das soweit bemalt haben. Bis gleich, tschüss. Und da sind wir wieder zurück. Mit dem Bogen von Numero B. Und ja, im Grunde ist halt jetzt ein bisschen schwärzer alles als vorher. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass die hier gar nicht schwarz gemacht werden. Und das ist gar keine Aufschlag. Aber naja, gut, Aufschlagpuffer sind, ich ging stark davon aus, die werden nachher auch noch silber gemacht. Mein Gott, dann sind sie halt silber. So, ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, weil es ist halt alles ziemlich schwarz. Ne? Das sind jetzt hier die Teile, die wir schon mal schwarz machen müssen. Ich meine, die Pedale, die haben ein wenig zu viel Farbe abbekommen, aus Versehen. Dann habe ich sie jetzt einfach mal schon mal mitgemacht. Die müssen halt auch schwarz und fertig ist. Ne? So, das haben wir. Das trocknet jetzt ein wenig vor sich hin. Das Schöne ist an den Revell-Farben, die sind relativ zügig immer trocken. Ja, ich glaube hier der Rahmen, die Farbe, da müsste jetzt schon trocken sein. Ja, kannst du jetzt schon anfassen hier und hast nichts an den Finger. Also im Grunde könnte man da jetzt sogar schon mit starten, aber da das ja jetzt hier noch nicht trocken ist, warten wir da noch etwas und machen wir jetzt mal das Farbtöpfchen zu. So, klick, da ist es zu. So, und damit haben wir quasi heute mal richtig was geschafft, tatsächlich. Finde ich sehr schön. Jetzt kann es losgehen. Ich freue mich. Herrlich. So. Da haben wir genau. So, dann müssen wir jetzt mal warten, dass wir Farbe D kriegen. Da bin ich mal gespannt, wie das passiert. Aber sehen wir dann morgen alles, was so kommt, wie es kommt. Schauen wir mal. Ansonsten sollte morgen kein weiterer Schritt groß möglich sein. Dann machen wir einfach weiter mit dem Anmalen der Teile. Mit den Sachen, die wir noch haben. Also hier. Die Teile müssen ja auch noch zum Teil schwarz und so. Also wir werden das schon irgendwie jetzt schaukeln. Wir beißen uns da durch. Wir kriegen das hin. So. Und da wir heute so richtig was geschafft haben, können wir uns jetzt am Sonntag hinlegen und zufrieden sein. Uns ein Bierchen aufmachen oder eine Milch trinken oder was weiß ich. Und ja, das war's, Freunde. Ich bin wieder motiviert. Der Kalender hat noch eine Chance. Und ja, dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren schönen Sonntag, einen wunderbaren Tag, Mittag, Nacht, Morgen, Abend, whatever. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis morgen. Wow!